Leute, das ist das fünfte von insgesamt sechs exklusiven XDefiant Gameplays. Leider muss ich euch ein wenig enttäuschen. DedSec ist die einzige Fraktion, von denen ich kein Gameplay habe oder bekommen habe, sagen wir es besser mal so. Denn DedSec sollte die Fraktion sein, die wir eigenmächtig freischalten müssen, wenn die Vollversion draußen ist. Deswegen ist die nicht dabei. Ich dachte ursprünglich anfangs, dass sie dabei ist, weil ich bei jedem Gameplay nur mal für ein paar Sekunden reingeschaltet habe, damit ich sicher bin, dass jede Fraktion dabei ist. Und bei irgendeinem Gameplay war die für ein paar Sekunden ausgewählt und wurde dann aber leider gewechselt. Also, wir haben leider nur vier von fünf, aber sechs Videos. Das ist jetzt eine Mischung aus Phantoms und Cleaners. Oh, und die ACR 6.8 ist jetzt als Gameplay dabei. Meine absolute Favorite-Waffe in Modern Warfare 3. Natürlich das Original und nicht das, was jetzt demnächst rauskommt. Was war das gerade für ein Sound? Oh Gott, warte, ich muss nochmal zurück machen. Ich habe es gerade nicht gerafft. Stopp, ich habe keine Ahnung, was passiert. Wo kommt der Sound her? Ich verstehe es nicht. Vielleicht irgendein Bug von irgendeinem Mitglied. Wenn es einer besser weiß, durch die Beta vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum die ACR gerade so krank abgespaced klang. Oh, ich liebe diese Waffe. Aber ich finde das Visier war bei Modern Warfare 3 geiler. Aber ein absolut stabiles Sturmgewehr. Relativ langes Gameplay auch, über 8 Minuten. Oh, wie schnell er reagiert hat mit dem Schild. Boah, das war jetzt aber echt krass, wie schnell das droppt, wenn du das aktivierst. Molotow-Cocktail. Ah, das hat ihm jetzt garantiert das Leben gerettet. Mega. Das war schon stark. Die Mischung aus diesem Schild und nicht auf der Minikarte ge gesehen zu werden, ist, glaube ich, schon sehr, sehr effektiv. Oh, die Steps hat man aber gut gehört. War zwar schon sehr, sehr nah, aber gut gehört. Schon wieder dieser Sound. Noch habe ich es nicht gerafft, egal. Wahrscheinlich bin ich blind und ihr seht es wahrscheinlich alle und ich nur nicht. Oh, schön, noch ein zweites und ein drittes Arschloch verpasst. Schön. Und noch eine Magnum dabei, alles klar. Optisch bis jetzt die schönste Map, finde ich. Letztes Gameplay übrigens, Times Square in New York. Ist auch nicht schlecht. Von der Optik her. Habe ich auch mal ganz kurz reingeseppt, aber kenne nicht das komplette Gameplay. Ganz wichtig. Oh, den hast du aber spät gesehen. Man kann sogar irgendwelche Emojis aktivieren, wenn du gekillt wurdest. Sowas wie, hä, toll. Ich wollte gerade sagen, warum stirbt denn er nicht? Also der Spieler, nicht der Gegner. Wo wollte denn er? Wollte ihm die Zehennägel abschießen? Doch, die Map gefällt mir bis jetzt von allen am besten. Man hat gerade das Gefühl, dass der Spieler gewechselt hat. Auf einmal ist da irgendein Lappen am Werk und macht nur noch Müll. Seht ihr das? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Haben die den Controller getauscht? Als wäre das ein komplett anderer Spieler. Nein, Alter, da hat doch einer einen Platz getauscht. Schon wieder dieser Schuss. Ich habe das Gefühl, immer wenn der gegen so eine Barriere schießt. Aber nicht komplett.
Oh, er macht mal wieder einen Kill. Hundertprozentig ist das auf einmal ein anderer Spieler. Das kannst du dir ja fast gar nicht mit angucken. Was ist mit ihm auf einmal los? Hier, mein Mäuschen, spiel du mal, als würde der Mutti spielen. Oh Gott, er hat so viel Zeit, da drauf zu schießen. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das finster. Oh, naja, so ist es halt manchmal. Okay, jetzt wechselt... Alter, entscheide ich doch bitte. Also wie gesagt, das Gameplay ist offiziell exklusiv von Ubisoft für mich zur Verfügung gestellt worden. Ich habe keine Ahnung, welcher Mensch da so betrunken auf einmal ist. Es ist ein bisschen lost auf einmal. Oh Gott. Oh, die AK-47, hallo. Kann das sein, dass das immer solchen komischen Areas ist, dieser Sound? Da war die Feuerkrone. Oh, gescannt. Du siehst sogar, wenn du gescannt wurdest. Ach nee, das ist hier, wenn da die Fähigkeiten disabled sind. Der AK-47 Sound ist im Vergleich zu COD doch recht dezent, möchte ich mal behaupten. Aber geil. Es klingt geil. Ach, das Visier sieht stark aus. Sieht so aus, als bräuchtest du nicht zwingend einen Rotpunkt. Oh, das Schild war frech. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da kommt einfach gar nichts mehr bei rum. Junge, was ist da los? Das war die Feuerdrohne. Also wenn da ein paar Leute stehen, die gerade in der Zone sind, am Einnehmen, könnte das echt akkurat sein. Aber das Ding fliegt ja wirklich nur stur geradeaus. Ohne irgendwie zu lenken. Was ist los? Okay, man kann mitten im Game die Aufsätze wechseln. Mann, Detail, das ist ja interessant. Habe ich das richtig gesehen? Moment, ich muss mal zurück machen. Jetzt muss ich mal kurz ins Menü gucken. Habe ich so weit zurückgespult? Change Loadout? Klar, Change Loadout, eine andere Waffe, aber... Edit, Alter, ohne Scheiß. Du kannst einfach mittendrin... Von Fast Mag auf Extended Mag wechseln. Okay, mehr Munition statt schnelles Nachladen. Das ist ja krass. Finde ich aber gut. Wie oft habe ich in COD irgendeine Map gestartet mit dem falschen Loadout? Weil bist vielleicht da am Basteln gewesen und hast aber schon bereit gedrückt. Und dann hast du nicht die richtige Munition. Nicht die richtigen Aufsätze drauf. Was gibt's für Waffen, wo ich einfach ohne Rotpunkt nichts treffe? Wo kam das her? Der Mensch verwirrt mich. Und das nicht zu knapp. Okay, Leute, das Gameplay ist vorbei. War jetzt leider echt auf einmal von absolut mittelmäßiger Spieler zu Mutti, willst du mal kurz? Das fand ich jetzt ein bisschen doof.
bisschen enttäuschend für ein Vorführungsvideo, aber man kann es wahrscheinlich nur besser machen oder dem gleich tun, Ladies and Gentlemen. Dennoch, die Map sieht geil aus und zu zeigen, dass man mitten im Game die Aufsätze changen kann, finde ich schon eine richtig coole Nummer. Also, bis zum letzten Gameplay wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.